Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu The Casting of Frank Stone, wo wir hier immer noch mit unserer aufstrebenden Filmemacher-Crew unterwegs sind, um unsere Kamera zu reparieren. Wir waren in der letzten Folge in diesem Drugstore, da gab es aber nichts zu holen. Wir haben ein paar Böller gekriegt, so ein paar China-Böller, glaube ich, waren das, aber ansonsten war da nichts Großartiges. Wir schauen uns erstmal hier um, würde ich sagen. Wie gesagt, Collectibles und so sind ja immer ganz nett. 4. September 80, Verkaufsmitteilung, sehr geehrter Olsen, bla bla bla, der Laden sollte mal verkauft werden hier. Jüngste Schicksalsschläge, okay, Brände, Diebstahl. Ein furchtbarer Mord in ihrem Laden, bei dem sie ihre geliebte Belinda verloren haben. Oh Gott, der ehemalige Eigentümer hat viel durchgemacht hier. So, so. Der Laden ging vor kurzem in den Besitz eines neuen Eigentümers über, genau. Jo. Gut. Was ist denn das? Ach, da können wir wieder unsere Collectibles finden. Okay, einen scheine ich vergessen zu haben, oder? Dieses Pferd da eben. Ist egal. Was ist denn das? Oh, das erinnert mich aber doch aus. An Dead by Daylight. Oder? Ich glaube schon. Bin mir nicht sicher, bin ich, wie gesagt, so der Experte da drin, aber ich glaube schon. Ah, noch mehr. Was ist denn das? Ein Smiley. Aha. Interessant. Was man nicht alles findet hier im Antiquitätenladen. Da sind sicherlich die Kameras, wo das so hell erleuchtet ist. Da will ich aber nochmal, hier mich so ein bisschen in der anderen Gegend hier umsehen. Ja. About Gothic romance novels? Yes. But no, about the movie. I think we could really strengthen the narrative if we just shoot an extra scene. Was soll das heißen? What kind of extra scene? There's, I don't know, a scene where they talk a little bit about who they're trying to save and, you know, why. I like it. It's a good idea. Thanks. Okay. Hat das jetzt Auswirkungen, dass ich nochmal mit ihr gesprochen habe? Glaube ich zwar nicht, aber... So, liebe Leute, was gibt's hier noch zu sehen? Nicht viel. Komischer Laden zwar, aber nicht viel, was ich untersuchen kann. Da ist noch so ein Rabe oder sowas. Aha. Aha. Sehr malerisch. Surely there's something that can help us amongst all this junk. Bestimmt. Geh mal einen Schritt schneller hier. Die Hasenmaske haben wir schon gesehen. Hier, das haben wir auch. Ich glaube, ich kann mich mal aufmachen zu den Kameras, oder? Würde ich sagen. Toll aus hier. Spotlight ist genau drauf. Ah, ein Fernseher. Oh, sind gleich die Kameras. Aha. Who would wanna watch this creepfest? Passiert da jetzt was, wenn ich da länger rauf gucke? Das ist doch ungefähr der gleiche Fernseher, der damals da im Wald stand, oder? Ja, kann auch Zufall sein. Auf jeden Fall ein sehr schönes Standbild, das da jemand gefilmt hat. Aber das scheint nicht zu passieren, wenn wir raufstarren, oder? Und ich starre jetzt wie wild da drauf, irgendwie auf so ein Schwarz-Weiß-Bild, aber nein. Okay, da auf der anderen Seite ist noch was. Wartet mal, da habe ich doch eben noch was gesehen. Proprietor of this shop, where would you put the cameras? Da ist was. Ah, eine Filmrolle. Ist das die Filmrolle, die wir hatten? Oh. Ach, du Schreck. Oh Mann. Ja, reg dich ab. I'm glad to see you're all having fun, but if you insist on using my store as a playground, I'm afraid I'm gonna have to ask you to take it outside. Oh my gosh, I'm so sorry. Just make sure you put it back where you found it. Wait, we're just looking for something to replace this? Oh, I see. We're making a film, and we broke it. Got anything that could help us? With all the cameras in the window, we just thought we'd see. There was one thing. I'm just not sure I still have it. I'll have to look in my back room for a few moments. If you don't mind waiting. We don't mind. I'll just be a minute. Irgendwie wirkt die aber auch suspekt, oder? Ten to one, she brings us a photo camera. Or a telescope. Shh. Give her a minute. Let's see.
Sie hat auf jeden Fall irgendwas für uns gefunden. Bestimmt eine hypermoderne Kamera. Ich meine, wir haben noch, wie viel? $15? Da kriegt man bestimmt eine tolle Kamera für. She comes running out straight at us with a giant chainsaw. I'm getting like so bummed out. You're in luck. A very fine item indeed. Aha. Yes. Ja, sieht doch gar nicht mal so, sieht wie eine Kamera aus, sagen wir es mal so. May I? I insist. Oh. Die heilige Kamera. Da kann man bestimmt ganz tolle Filme mit drehen. Naja, 1980 halt, ne? Pretty old. Possible we could make it work, but it's not exactly what we had in mind. Mhm. Mhm. How much are you asking for it? Oh, there's a tiny little price tag on it, but I seem to have forgotten my reading glasses. Why don't you take a look? Hm. Gut, dann kann ich jetzt auch einen falschen Preis sagen, oder? 15 Bucks. Aha, ich habe nichts gesehen. Na gut. Nee, das ist mir zu viel. Jetzt bin ich ja mein ganzes Geld los. Hm. I don't know. It feels a little high for something so. Muss ich aber auch sagen. Hm. It is quite a valuable $5. Piece, so I'm afraid I'm unable to lower the price, but oh. Perhaps I can sweeten the deal. Nimm diesen Lolli dazu. Nein. Was ist das denn? One of a kind. Ach, so ein kleiner Spiegel oder was? It's for luck. Aha, Glück. Hm, könnte ja später mal wichtig werden. Ich nimm's mit. Ich nimm's mit, ja? I guess we could use it as a prop. Sure. It's a deal. Cool. Delightful. Schicksal geändert. Du hast gefeilscht und einen Taschenspiegel erhalten. Gut, alles klar. Der wird bestimmt nochmal wichtig. Thanks for finding us a camera. It was alle no Sachen, it truly is such a joy to see die man jetzt verpassen kann, will ich dann doch nochmal mitnehmen. Kann nicht schaden, auf jeden Fall. Yeah. Yep. Vielleicht wirkt sich das auch total schlecht auf uns aus, aber mal schauen. Ihr habt den Film da drin gelassen übrigens, oder? Aha. Weil irgendwie erschien mir die Dame jetzt auch nicht ganz sauber, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh. Dr. Augustine Lieber was renowned. Professional. Ach, Frau Lieber hat sich verkleidet, was? Oh oh. Allowed me to unlock his potential. War das jetzt so eine gute Entscheidung mit dem Spiegel? Dark days in the psychiatric ward. And now a new guise. Mm. A new timeline. Oh nein. Die verbirgt auf jeden Fall sehr viel mehr, als sie preisgibt. Giving them the camera, I admit, was unfair, even for me. They couldn't know what power they held in their hands, nor what cruelty awaits them in the steel mill. Was haben wir denn hier für eine Kamera bekommen? So eine Kamera Obscura? Von Fatal Frame wahrscheinlich. Naja, wenigstens haben wir eine neue Kamera. Wir wollen ja auch nur einen Film damit drehen. Weiß ich nicht, was passiert, wenn da jetzt Laserstrahlen rausschießen und so, werden wir schon merken. Oh, wir sind wieder in der Gegenwart, würde ich sagen, ne? Genau, wir sind nämlich in Kapitel 4. These walls have eyes. Diese Wände haben Augen. Wieder in dieser Manor, Grand Manor oder wie die hieß. Oh, und ich schlaf mal wieder. Wetten, ich habe einen Albtraum. Ja. Mitfühlend, nachbohrend. Ja, ich bin mal mitfühlend. Sie hat mich ja schließlich mitgenommen mit dem Auto. Are you okay? Yeah. Guess I just dozed off a bit. Wait. Beziehungen zumindest gestiegen. Du bist besorgt, weil Maddie eingeschlafen ist. Okay. She left. Left. She said she had to do something very urgently in her private reliquary. Hey, now that we're all awake again, can we forget about Augustine for a minute and talk about the 1,000-foot-long elephant in the room? Thousand feet is the average length of film in a movie. Ach, du bist ja ein ganz schlauer Stan, huh? Guess we were all playing it close to the vest before, huh? Also Stan finde ich irgendwie nervig, aber soll er wahrscheinlich auch sein.
It's not even on my official filmography. I meant how we were all holding back about our film strips. Oh, right. Whether you take credit for it or not, it's definitely the most infamous project that's associated with you. Curse film collectors have been unsuccessfully searching for any trace of it for years. And now we are all here, each with our own little slice of a mysterious pie. It's a pretty big deal. So all of our film strips, they're part of this movie you and your friends made, Linda? If they're not fakes, yeah. Mine's not fake. And all that stuff you said about it being cursed? Murderous rages, CIA interrogation, total disassociation with reality. Because it's so rare, only a few people know for sure. So they say. If Augustine wants the only known surviving pieces of it, she's gonna have to pay up. Why do you think she wants it so bad? I mean, it's not really cursed, right? I prefer not to dwell on the past. We're here, someone's offering to buy our sections of the film. That is all I'm concerned with right now. Providence goes a long way towards a successful sale. So do motives. I don't know about you, but I would very much like to know why Augustine is so desperate to get her hands on this film. Würde mich auch mal interessieren. Well, first rule of business is to gather every bit of intel you can on your opponent. I don't know about you two ladies, but I have been itching to get a little look-see around this big old house of curiosities. Are we allowed to look around? What do you say, Director? Want to keep sitting around or want to peek behind the curtain? Nee, ich will mich schon umsehen, aber mich interessiert jetzt auch erstmal in erster Linie, was ist denn damals beim Dreh passiert hier mit Linda, als sie die Kameraführung übernommen hatte, praktisch im Jahre 1980 bei diesen Dreharbeiten in Cedar Mills oder wie das da hieß, in diesem Stahlwerk da auf jeden Fall. Da ist doch irgendwas Merkwürdiges passiert, wenn der Film da so kontrovers diskutiert wird, aber das werden wir sicherlich noch alles erfahren, aber ich will auf jeden Fall das Haus erkunden. Worauf wartest du noch? Genau. What are you waiting for? Gute Entscheidung, würde ich sagen. Vielleicht hätten wir sie zurücklassen sollen, aber naja. Wie gesagt, ich spiele das Spiel so, wie es mir gerade in den Kram passt. Und ich bin gespannt, was dabei rauskommt. This is a real bold statement kind of room, you know what I mean? New Augustine got cash, but not like this kind of cash. Sounds like you didn't scout your mark as well as you thought. In business, we don't call them marks. Hustling is a racket, not a business. I wouldn't underestimate my scouting skills if I were you. But rattling around up here, that could be mutually beneficial. Ja, gute Idee, Stan. Argwöhnisch, woher kennst du Mörder Mill? Erzähl mir von Augustine. Woher kennst du Mörder Mill? Augustine kennt er ja auch noch nicht, oder? Ich frage ihn mal nach Mörder Mill, das interessiert mich jetzt eigentlich mehr. Why don't you tell me how you know so much about Mörder Mill? I'm a big fan. It's your first credit. Cut the shit, man. Glaub nicht, dass es so einfach ist, genau. Okay. You wanna know the truth? When I first heard about it, I didn't believe it was real. But the more I looked into it, the more breadcrumbs I found. And the further I followed the trail, the more fascinated I became. Not just in the film, in the legend. Whether you meant to or not, you created a monster with this movie. Even if it isn't really cursed, the fact that everyone believes it is makes it real. Believing in something doesn't make it real. Well, that's why I had to find out for myself. It took me a couple years, but when the opportunity came for me to actually acquire a genuine piece of it, I jumped at the chance. And just how did you acquire it, exactly? Hey! Und warum haben wir alle ein Segment von dem Film? So, what have you guys found? Not much. But the night's young. Not as young as you think. Let's keep looking around. Ja, gute Idee. Ich möchte auch mal wieder so ein bisschen auf Forschung gehen hier. Ja. Erkunde den Innenhof. Okay, soll das da... Ja, allerdings. Ich muss auch sagen, das Spiel läuft mittlerweile weitaus flüssiger als die ersten Folgen. Ich weiß gar nicht, was da passiert ist.
I love your outfit, by the way. Well, thanks. Ah, ja. Okay, die beiden mögen sich. Sehr schön. Aha. Ah, ich kann hier runter. Okay. Oh. Ein Geheimgang. Wie? Oh, ich möchte erstmal hier schauen. Weil da steht auch noch irgendwas. Irgendwie so ein verkrüppelter Baum. Scandalous. Right? Okay. Oh, you can be sure of that. Gut, ich würde sagen, soll ich da mal hochgehen oder soll ich den Geheimgang nehmen? Ich will mal die Treppe erstmal hochgehen. Ah, yes. Let's check out the other floors. Good thinking. Wait. Hold on a second. What? Before all this goes any further, I need to know how both of you got your pieces of the film. Ja. Gute Idee. Well, it's no secret really. After my mom died a few months ago, I found it when I was going through her stuff. Maddie, what was your mom's name? Bose, or was it Bonnie Rivera? Ach, okay, sie ist die Tochter von der Schwester von Jaime. Ah, alles klar. You look just like her. Did you know my mom? A long time ago. A whole other lifetime. Her younger brother Jaime was one of my closest friends. Und alles klar, so schließt sich der Kreis langsam. I never met him. I hadn't heard that Bonnie had passed. Yeah, it was pretty sudden. Wow. Maddie, that's quite sad. Very touching. Tröstend oder nachbohren? Was ist mit dir, Stan? Ach, machen wir mal tröstend. Ich will irgendwie ein gutes Verhältnis zu ihr haben. I'm so sorry you had to go through that. It's never easy to lose someone you love. Ja. Thanks. Das hat sie auch irgendwie verdient dann. Sie leidet ja heute noch drunter, also. Beziehung zu Madison verbessert. Maddie, was deine tröstenden Worte zu schätzen? I wish I'd stayed in touch with her. Weren't you wondering where both of our film strips came from? I don't suppose you'd like to enlighten me. Of course. And? Well, I can't just tell you for free, can I? This kind of information is very valuable. What's your price? You know what? I'm gonna have to get back to you on that. Ich finde den Typ halbseiden. Aber ich möchte jetzt hier erstmal in diesen Geheimgang gucken, den ich hier geöffnet habe. Hier. Weil Geheimgänge ziehen einen ja doch irgendwie magisch an, hä? Aha. Oh. Überwachungszentrale? Das ist ja ein Ding. Looks like practically every room in the house. Ja. Damit hat Augustin lieber die totale Kontrolle. Ja, wo ist die eigentlich? Genau. Was soll das sein? Aha. Baupläne. Augustin interessiert sich für Zeitmaschinen. Und das habe ich sofort erkannt, dass sich das um einen Zeitmaschinenplan handelt, ja. Aber interessant. So. Die anderen haben das jetzt gar nicht mitgekriegt, hier, dass ich hier so einen Geheimgang gefunden habe. Die sind schon nach oben, aber egal. Dann wollen wir denen mal folgen. Interessiert mich auch wirklich, wie ich die Zusammenhänge nachher, zusammenbringen kann. Also ob das alles wirklich wichtig ist. Aber wie gesagt, ich bin richtig gespannt. Und ich freue mich auch gerade richtig, das Spiel zu spielen. Das ist richtig schön, eine schöne Abwechslung mal, weil so ein Horror-Adventure tut auch mal ganz gut. Was ist denn das? Cool Statue. Ja. Geht. Missing a piece, though. Ah, das, klar, da fehlt ein Teil. Ja, das ist eine Kettensägen-Heini hier. Okay, irgendwie so ein Speer oder sowas fehlt ihm. Das ist wieder unsere Collectible-Kiste. Naja. Ja, ich gehe da jetzt nicht so nach. Looks like it opens with a key.
Ja, der wo ist? Wow. Powerful resemblance in Augustine's family. That or Augustine loves cosplay. Hm, definitiv. Was ist denn das? Ach, Frank Stone Buch, oder was? Das Antlitz des Bösen, die wahre Geschichte von Frank Stone. Sam Green und Sam hat das Buch geschrieben. Bla 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 bla, schöne Bedrohung. Ja, beschreibt halt die Tatsache, dass Sam den Mörder hier geschnappt hat. Interessante Sache, aber ich kann es auch öffnen. Stahlwerk. Ach, er erzählt so ein bisschen. Ja, er erzählt die ganze Geschichte praktisch nochmal. Man kann auch noch weiter blättern. Ja, das Arbeitsprogramm für Sträflinge, das wissen wir ja. So ist Stone an seinen Job gekommen. Also so, von so einem Psychologen. Und so ein bisschen den, was danach passiert ist, erzählt er. Das war's, oder? Geht nicht weiter, oder? Nee, okay. Interessant. Interessant. Ich lese das aber nicht alles durch. Das ist doch etwas viel Text. Antlitz des Bösen. Es gibt Gerüchte darüber, dass Frank Stone einen Komplizen bei seinen Verbrechen hatte. Okay. Und hier kommen wir doch schon auch nicht rein, oder? Wow. Quite a piece. Look at the metalwork. It's beautiful. Hm, aber da ist uns der Weg noch versperrt. Okay. And what would you do if it was you here instead of me? No way. You'd be climbing the walls looking for a way out. Rede mit Maddie. You sure would get a kick out of this place. Ach, sie redet mit ihrer Mutter, ne? You kick me out of this place and keep it all to yourself. Who are you talking to? No, I wasn't. I could hear you. I was talking to my mom, to Bonnie. I was in Berlin, you know, at school, when I heard she was sick. But it was my midterms, and she said I should just come home when I finished. So I did. But by then it was too late. She died while I was over the Atlantic. Keine schöne Geschichte. It all happened so fast, it doesn't feel like she's gone. So I just kind of pretend like she isn't. She was a good talker. Yeah, she was. Hey, look at this. This was just last summer. Ach, es ist also noch gar nicht so lange her. It's been a really long time, but can you tell me anything about her from when you knew her? Gosh. Well, she was the most intimidating girl I've ever met. Even after I got to know her. She did everything she wanted to do, and nobody could stop her. And that sounds like Mom. Any good stories? Nostalgisch oder kurz angebunden. Eine Sache habe ich nie jemandem erzählt. Ja, sie hatten Recht auf die Wahrheit, denke ich, oder? Yeah. Yeah, there is something I've been thinking about. I've never told anyone else. It was a long time ago. We were just kids making a movie. Ah. Jaime, Chris and me. Everything's still so fuzzy about what happened, but there's one thing that always just stuck in my mind. Clear as a bell. Oh, das ist interessant. That night, we were on our way home from picking up a new camera. We were driving past the Rivera's house. The garage door was wide open, full of light. And the craziest fucking sound you ever heard was just tearing out of ihre Mutter war eine wahre Punkrockerin auf jeden Fall. Daher brauchte sie die Garage also. Was Bonnie. I don't think I've ever seen
seen anyone so completely in tune with themselves. The only thing that mattered was that moment. Nothing else. That was your mom. Coole Mom auf jeden Fall. Thank you. Maddie ist dankbar für die Erinnerung. Look. What? I don't see anything. Ah, there. Right there. Was? Oh my God, there's someone out there. Miss Lieber, sind Sie's? Ah ja, okay. Ich versuche das mal mit der Lupe hier. I have a feeling Augustine expected something like weil wir den Raum gefunden haben. Ah, ja. Den Kameraraum, genau. Weiß dein Verdacht nicht zu schätzen, aber warum nicht? Do you think we should find Augustine? Give her a heads up? Even if you wanted to tell her, good luck finding her. She said she was going to her private reliquary. That's a place for artifacts, right? Artifacts all over the place. Right. So, if you were gonna have a private place for extra special, extra valuable artifacts, maybe you'd put them behind a door like that. Ja, aber da kommen wir noch nicht rein, auf jeden Fall. Can't we just knock? I doubt anything can get through that, including sound. Which means it might be the safest place to be, whether Augustine's in there or not. Okay. Und wer ist das? Sieht jetzt gar nicht nach Frank Stone aus. Kapitel 5. Das Phantom von Cellarsteel. What's taking them so long? I thought we were gonna have a production meeting before we shoot. Van's already all loaded up. I read an article that said girls don't like it when guys get all twisted up about their punctuality. You find it controlling. What? Why did you need an article to tell you that? I just thought you might find that information useful. I'm not trying to control Chris. I've just got a lot to do. Uh-huh. So, und da sich die Folge schon so ein bisschen in die Länge zieht, würde ich sagen, wir beenden die mal hier. Wir sind jetzt also in Kapitel 5 angelangt und in der nächsten Folge, die wird also praktisch damit starten, dass wir hier mit Chaim eine Entscheidung zu treffen haben. Aufgeregt oder nicht so laut? Aber ich fand die kleine Story eben sehr interessant. Das wird ja doch recht mysteriös an diesem Herrenhaus. So ein paar Items werde ich da wohl auch noch finden, aber es ist immer wieder interessant, wie weit verzweigt doch die Entscheidungsfreiheit hier ist. Das fand ich auf jeden Fall ganz gut jetzt, dass man jetzt auf diesen Kameraraum ansprechen konnte. Das ist wirklich cool gelöst, finde ich. Aber das ist ja auch so ein Merkmal von den Supermassive Games Spielen. Wie dem auch sei, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt The Casting of Frank Stone. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei und habt Bock, mit mir ein bisschen hier rumzuknobeln. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Ich habe gerade richtig Bock, das Spiel zu spielen. Also, bis zum nächsten Mal. Euer Flo sagt und tschüss.